Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ja, für diese Folge habe ich jetzt mal ein Thema und besser gesagt sogar schon fast zwei Themen. Ich muss mal hier kurz ein Stück lauter machen. Lol. Warum höre ich nichts? Achso, okay. Ja, jetzt weiß ich was. Jetzt ist schon fast zu laut. Also ich habe zwei Themen, wobei das eine jetzt nicht so ein richtiges Thema ist, sondern eher eine Bitte an euch. Und zwar fange ich damit mal an am besten. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, ich habe mal so ein bisschen durch die Videos geguckt, durch die Kommentare, was ihr so geschrieben habt und so. Und halt auch mal geguckt, wie viele Likes so ein Video hat, also um zu sehen, was bei euch gut ankommt und was nicht. Und da habe ich halt gesehen, bei den Let's Plays, dass da ein Let's Play jetzt, das war das, wo ich über den neuen Laptop geredet habe, genau. Das hatte 71 Likes und 0 Dislikes. Und dann ein anderes Let's Play, was ich davor gemacht habe. Ich weiß gar nicht, worum es da ging. Also das davor auf jeden Fall, glaube ich. Oder auch generell die ganzen Let's Plays haben immer so... Lol, so gerade irgendwas weg, okay. Haben immer so 3 bis 4 Dislikes. Aber wo ich mir jetzt die Frage stelle... Also ist ja okay, Dislikes ist immer okay. Wird schon Grund haben, warum derjenige ein Dislike gegeben hat. Ob es jetzt nur ein Hater ist oder so, was ich... eher nicht hoffe und ja, ich hoffe es einfach mal nicht. Ob sowas oder ob das jetzt ist, weil irgendwas schlecht ist, ist ja egal, aber er hat ein Dislike gegeben, wird schon einen Grund haben. Was ich natürlich gut finde, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben könntet, wenn ihr jetzt ein Dislike gebt, warum ihr ein Dislike gebt. Müsst ihr nicht machen, aber wäre halt gut, weil dann könnte ich es vielleicht verbessern oder sowas. Aber was mich halt gewundert hat, warum hat das eine Video keine Dislikes und warum hat das andere 4 Dislikes oder so? Also ich weiß halt selber nicht, also ich habe keinen Unterschied gesehen. Achso, nein, das muss ja bleiben. Ich habe keinen Unterschied gesehen und ist jetzt nicht irgendwie gegen euch oder so. Also ich wollte euch damit halt bloß mal bitten, ob ihr mal in die Kommentare schreiben könntet unter diesem Video, was man so besser machen könnte. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt, eher so, was euch nicht gefällt, damit ich das halt verbessern könnte. Also ihr könnt auch gerne hinschreiben, was euch gefällt, aber... eher halt das, was euch nicht gefällt, damit ich das halt verbessern kann. Und das können wir dann, könnte ich dann einrichten. Es sei denn, es ist irgendwie was mich jetzt ausmacht, wie zum Beispiel das M. Also ich sag ganz oft M, aber ich glaube, das ist bei vielen Let's Playern so, oder, ja, Videomachern. Also bei, ja, Let's Playern schon eher. Also bei vielen Let's Playern ist das so, dass die dann immer so M sagen, wie ich gerade zum Beispiel hier so L. Ist also eigentlich ziemlich oft so, aber sowas halt zum Beispiel, das macht mich halt aus und das kann ich sowieso nicht ändern, weil ich würde es ja gerne ändern, aber ich kann das einfach nicht ändern und es geht einfach nicht und ja, also sowas eher nicht, aber halt, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ihr so reinschreiben könntet, aber schreibt das gerne mal in die Kommentare, was euch nicht so gefällt, was man besser machen könnte und ja, dann werde ich das auch verbessern. Wir könnten erstmal ein bisschen Zeug ins Lager bringen, weil wir einfach viel zu viel haben. Oder wir machen uns hier gleich eine Kiste, das ist vielleicht besser. Wir machen uns hier mal eine Kiste, weil das brauchen wir vielleicht hier noch, was ich ja so mitgenommen hatte. So, was ist bloß, wir haben kein Holz. Ach nein, wir haben 27 Kisten. Das war sehr schlau. Aber wir haben trotzdem kein Holz, das ist schon mal Fakt. So, tun wir das hier schön rein. Hier ist gerade ziemlich dunkel, fällt mir auf. Schlimm. wir haben auch noch Glowstone. Kann das mal da rein. Bücherregale. Ach so, wir wollten ja gerade das Zeug ins Lager bringen, oder? Ich glaube schon, das Holz kann natürlich wieder mit. Das kann rein. Das Zeug. Alles, was ihr halt hier noch so gebrauchen könnten, tue ich mal hier rein. Die Bücher gehören natürlich zum Bücherregal. Das. Tun wir das mal mit rein schnell. Und das. Wobei, den Cleanstone könnten wir noch gebrauchen, dann gleich. noch ein bisschen Cobblestone. Komm, Leute, das ist auch einfach hier rein. Oder das können wir dann vielleicht auch mal gebrauchen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir eigentlich auch nicht, wir brauchen eigentlich so wenig. Aber was wir brauchen, ist Holz. Wir haben immer mehr zu wenig Holz. So, naja, das müsste jetzt eigentlich gehen, tun wir das noch schnell rein. Bild, das, okay. So, haben wir erstmal hier so eine kleine Kiste. Ja, jetzt können wir erstmal hier schon alles aufsammeln. Achso, stimmt, ich wollte ja noch das Thema ansprechen, das eigentliche Thema. Also schreibt das mal bitte in die Kommentare, was ich besser machen könnte und so weiter. Und was jetzt eigentlich das Thema ist, was ich ansprechen wollte, was mir jemand in die Kommentare geschrieben hatte. Also ihr könnt immer Themen in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwelche einfallen. Die ganz interessanten, worüber man ein bisschen mehr reden kann. Manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger, nämlich halt zwei Themen oder so.
Aber wenn euch ein Thema einfällt, schreibt es auch ruhig in die Kommentare. Dafür sind sie ja da, die Kommentare. Ja. Moment, Pro Erde. So. Ja, also das Thema war, hat jemand halt, wie schon gesagt, in die Kommentare geschrieben, was meine Lieblingsfilme sind und so weiter. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Kann man ein bisschen drüber reden, halt so ganz gechillt. Nein, kann man halt ein bisschen was drüber sagen. Und ja, also ich muss sagen, mein absoluter Lieblingsfilm ist auf jeden Fall Avatar. Und ich freue mich auch so, wenn demnächst mal oder... Nein, warte, die haben schon ganz genau das Datum gesagt. Ich glaube, das ist im August, also haben schon ein bestimmtes Datum gesagt, dann halt August 2014. Und da kommt Avatar 2 raus und da freue ich mich schon so drauf. Und das gucke ich auf jeden Fall auch im Kino an. Und auch in 3D, weil ich habe, also wenn die das so gut machen wie Avatar... Ach ja, stimmt, wir wollten Holz. Wenn die das so gut machen wie Avatar... wie Avatar 1, oder halt der erste Avatar-Film, also der eigentliche Avatar, dann wird das auf jeden Fall ein Hammerfilm. Also ich fand Avatar einfach so genial. Also ich habe das nur irgendwie gesehen, weil mein Bruder hat das hier gesehen. fand das ganz interessant. Und da sind wir dann mal hingegangen. Und es war wirklich so geil, also auch in 3D halt. Und schon der Anfang, wenn der da so, ich weiß jetzt nicht, wer den Film kennt, schreibt mal in die Kommentare, wer den kennt, wer ihn nicht kennt, wer ihn liebt, wer ihn hasst, wer nur mag, wer ihn jetzt nicht so mag. Ja, also das war schon der Anfang. Muss mal kurz, Moment. Ja, okay, der Anfang war schon voll genial. Wo der einfach so in dieser Raumkapsel da schwebt. Und aus... Moment, der kam... Das ist schon ziemlich lange her, wo ich mir angeguckt habe. Halt, wo er gerade draußen war im Kino. da war der ja so in so einer Kapsel. Oder die haben ja alle geschlafen, weil die ins All geflogen sind und so. Und... waren halt in so einer Kapsel, haben dort geschlafen. Ein paar Jahre lang, was aber denen aber nicht so lange vorkam. Oder irgendwie so war das. Und dann kommt er ja da so raus und schwebt erstmal so im Raumschiff. Und das sieht schon so genial 3D aus, wie der einfach im Vordergrund ist, im Hintergrund, so unscharf und so richtig 3D halt, das wird ja vor dir schweben oder so. Und das war einfach so genial und nicht nur das halt, der ganze Film ist einfach so, die Geschichte ist voll geil und der war ja auch extrem lang, da war ja sogar eine Pause dazwischen. Und ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat, der kann sich den gerne angucken, der ist wirklich extrem genial. Kann ich nur empfehlen. Und ja. Also ist auf jeden Fall mein Lieblingsfilm. Was ich jetzt auch noch ganz gut fand, aber nicht so gut, obwohl die Geschichte fand ich einfach so genial, war Too Fast, Too Furious 6. Hatte ich jetzt auch im Kino angeguckt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und ich fand einfach, also die, ja, was jetzt ein bisschen doof war, ist einfach die, wie soll man das erklären, die Spezialeffekte. Also wenn die da irgendwie, oder es war einfach relativ, es war relativ unrealistisch. Also wenn der da von so einem riesen Flugzeug da springt und ins Auto rein und nichts getan hat und einfach weitermacht, das ist dann schon ein bisschen unrealistisch. Oder der einfach von einem Auto irgendwie die Brücke runterspringt, mit einem Seil halt, also sich irgendwie mit einem Seil am Auto festgemacht hat und damit dann eine rettet, die gerade die Brücke runterfliegt und ja, ist schon alles ein bisschen unrealistisch, aber das fand ich also auch nicht so toll. Aber ja gut, kann man jetzt nicht unbedingt ändern. Ist halt so. Ja, hier war gerade ein kleiner Cut, sorry. Lol. Zwei Siblinge, okay. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Sorry für aber muss sein. Genau, Spezialeffekte. Und was ich aber, das fand ich jetzt nicht so toll. Aber was ich gut fand an dem Film, war, dass die Geschichte einfach nur, also einfach nur die Geschichte war extrem genial irgendwie und auch nochmal kurz zu Avatar, weil die Geschichte da fand ich genauso genial und wo der Film dann zu Ende war, hat man einfach irgendwie den Drang gehabt, weitergucken zu wollen. Man wollte einfach schon den nächsten Teil sehen oder so und das fand ich einfach so genial und so muss ein Film eigentlich sein, also dass man einfach weitergucken will und gleich den nächsten Teil sehen will oder am besten den Film noch verlängern will oder irgendwie sowas. Und ja, fand ich halt extrem faszinierend an Avatar. Und ja, ist auf jeden Fall ein geiler Film. Und Too Fast, Too Furious 6 ist auch ein ziemlich geiler Film. Und was ich an der Too Fast, Too Furious Reihe am besten finde mit, also ich habe das noch nie so richtig gesehen. Ich habe immer nur
ein Stückchenweise gesehen, aber mein Bruder hat halt ein bisschen mehr davon gesehen. Also er hat eigentlich jeden Teil gesehen. Aber ich halt nicht so. Aber beim sechsten Teil bin ich halt mitgegangen. Und war schon schön. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, was das Gute war an dem Film, oder nicht an dem Film, sondern an der ganzen Fast Furious Reihe, ist einfach nur, dass die Teile sind ja normalerweise bei Harry Potter. Schaut euch mal Harry Potter an. Also, ich meine jetzt so veranschaulicht. Also, ja, sieht mal, wenn man jetzt mal Harry Potter sieht, da sind jetzt ganz viele Teile, verschiedene Teile, und die sind natürlich hintereinander. Also, es fängt mit dem ersten an und das zweite ist dann das zweite Jahr, das dritte Jahr, also von der Zeit her, so, dass es halt immer nacheinander wird. Also, die letzten Filme sind dann die späteren und die ersten Filme sind natürlich ganz am Anfang, wo Harry Potter in die Schule kommt und so weiter. Geht natürlich bei dem auch gar nicht so richtig anders, weil der ist ja danach gewachsen, der war ja noch ein Kind und ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter. Und ja, also wenn man aber Too Fast Too Furious sieht, das ist ja so gemacht, dass der erste Teil nicht unbedingt der erste ist, sondern dass der sechste Teil vielleicht der erste ist. So ungefähr. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es genau die Reihenfolge war, aber Ende vom sechsten Teil war, glaube ich, der Anfang vom, keine Ahnung, wie vielten Teil, das war irgendwas mit Chinatown oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall stirbt da halt jemand am Ende vom sechsten Teil. Wie schon gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, weil ich die Filme nicht gesehen hatte, also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es besser wisst. Also, ihr seid jetzt keine Besserwisser, aber schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es halt wisst. Und, Mann, ich bin schon wieder raus. Ja, genau, da stirbt jemand. Und der stirbt halt auch, also genau die gleiche Szene gibt es aber am Anfang von, ich sag einfach mal dritter Teil, ich habe keine Ahnung, von irgendeinem Teil. Und das finde ich halt so geil, dass das ist wie ein Puzzle. Und du kriegst die Puzzleteile halt aller Jahre oder so, was dann halt die Kinofilme sind. Und da kriegst du halt zuerst das Puzzleteil, was ganz am Ende hinkommt, und dann das, was als zweites kommt, und dann das als erstes, und irgendwie so halt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber wer es jetzt kennt, also ich find's richtig genial eigentlich gemacht. Und sonst, ja, ich kenne die anderen Filme jetzt nicht so, aber den Film, den sechsten Teil, kenne ich halt, und ja, der ist schon schön genial gemacht. Also schreibt mal immer in die Kommentare, wenn ihr jetzt zum Beispiel Avatar kennt oder Too Fast Too Furious, also 6, die anderen kenne ich ja nicht. Wenn ihr die kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare und schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und so weiter. Und ja. Okay, dann war es erstmal für dieses Let's Play. Ich habe jetzt hier ein bisschen geredet, ein bisschen gebaut. Ja, ich weiß, ich habe ganz schön oft M gesagt und so weiter, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ja. Dann danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Lasst mal ein Like da, eine Bewertung, ein Mag, wie mir immer man es auch nennen will. Und schreibt mal in die Kommentare, was man besser machen könnte. Dann das Ganze mit dem Film. Alles, was ich jetzt im Laufe des Let's Plays gesagt hatte, was ihr mal in die Kommentare schreiben könnt. Und ja. Dann tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Am Donnerstag. Yay. Und auf Fangames for Life müsste auch noch bald wieder was kommen. Also schaut da auch mal vorbei. Und tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Hui.